Wenn ich am Morgen an meine Maschinen ankomme, begrüße sie zuerst einmal. Sie sollen ja wissen, dass ich da bin. Mache meinen Rundgang, prüfe meine Sicherheitseinrichtungen und melde mich den Abfahrbereiter, dem Fahrdienstleiter oder je nachdem am Rangierarbeiter zum Umstellen von meiner Maschine oder zum Beginn von meinem Dienst. Zugverkehrsleiter und der Lokführer sind eigentlich sehr wichtige Funktionen. Hätte ich keinen Zugverkehrsleiter, der hätte ich meinen Zug auch keinen Meter bewegen. Er stellt mir meine Fahrstrasse, er schaut für mich voraus. Ich komme mit 160 anzubrausen. Was weiß ich, was 4 km voraus ist? Er weiß es. Le parcours est bon, tu peux rouler. Bonne soirée, bonne route. Die Konzentration aufrechtzuerhalten ist sicherlich eine Übungssache, denke ich mir. Für mich persönlich ist es auch jedes Mal wieder eine Motivation, dürfen die vorne sitzen und hunderte Passagiere von A nach B glücklich zu transportieren. Es ist die Faszination von der Natur, sei das in Bernina oben, über den Gletscher in die Sonne aufgeht, oder sei das auch in der Morgenröte einfahrt. Es ist immer wieder etwas Schönes, es ist nie der gleiche Morgen, egal wenn man unterwegs ist. Angehende Lokführerinnen und Lokführer haben einen Haufen Tests natürlich zu bestehen. Unter anderem vom psychischen her, dann hat es auch solche, die ganz klar aufs Allgemeinwissen hingehen. Die beste Voraussetzung, wenn Sie Lokführer oder Lokführerin werden wollen, ist sicherlich die, wenn Sie eine abgeschlossene Berufslehre bei der Login machen, die Ihnen sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Die richtige Einstellung mit dem grossen Willen, der Führerstand ist offen für alle.